Hallo Leute, willkommen bei Foundation. Dies ist Teil 7. Ja, wir haben hier unser erstes Brot beim letzten Mal gehabt und inzwischen haben wir schon 158 Brot in unserem Lager. Das sollten wir vielleicht nicht nur auf Marktständen verkaufen. Mal gucken. Oh, hier wurde nur ein Stück verkauft. Das ist ja wenig. Und hier auf unserem neuen Marktstand. Wo hat noch nichts verkauft? Okay, das ist jetzt der erste Tag in dieser Woche. Gucken wir später nochmal nach. Wir könnten aber auch bei so viel Brot durchaus was liefern. Was ist eigentlich hier los? Hier ist nicht viel eingelagert. Oh, immerhin 66 Brot. Das sieht man allerdings gar nicht. Oh, und da werden Steine gestapelt. Ja. Fisch. Das sagt mir, wir brauchen noch eine Fischerhütte. Aber jetzt richten wir erstmal die Handelskette ein. Dum, dum, dum. Ressourcen. Dass wir Brot verkaufen. Und zwar, wir wollen, sagen wir mal, mindestens 50 behalten und verkaufen. Ja, das sind jetzt nur 62 im Lager. Insgesamt haben wir 161, also 100 mehr. Aber die sind halt bei den Marktständen und so. Aber vielleicht spielt sich das dann ja ein. Oder ich sag hier mal 40. So, damit... Oh, jetzt ist es ein bisschen mehr geworden. Das ist gut. Und Stoff wollte ich kaufen. Bis maximal 5. Ob ich das mal auf 10 hochsetze. Das ist kaufen, bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Und das hier... Kein Handel. Ah, hier ist, wenn das weiß ist mit Orange, ist kein Handel. Und dies hier ist jetzt aber Handel. Damit wir auch ab und zu mal Stoff kriegen. Und wie sieht es hier aus mit Werkzeug? Ja, das wird offenbar regelmäßig eingekauft. Von uns eingekauft. So, wir haben 499. Ich gehe mal in diese Territorienansicht. Dann überlegen wir erstmal hier. Ja, früher oder später braucht man das. Das besteht fast nur aus Berg. Dies hier wäre auch reizvoll, weil wir da Ressourcen kriegen. Und es ist relativ viel Land. Also entweder dieses oder dieses da. Wobei ich hier mehr so Prachtsachen vorhab da oben. Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln, bevor ich das da oben kaufe. Tja, dann wäre dies hier... Da könnte man auch schön noch mehr Fischerhütten machen und ein bisschen mehr Getreide anbauen und auch ein paar Leute leben lassen. Jetzt. Gekauft. Ich habe jetzt abgewartet bis... Oder nein, als ich mich entschieden hatte, dieses Stück zu kaufen, habe ich geguckt und dann war gerade eben 500 da oben links bei den Münzen. Ja. Na wunderbar. Dann können wir erstmal hier das zum Abholzen freigeben. So. Gut.
Dann können die auch noch eine Weile hier die Bäume heranwachsen lassen. Ah, vielleicht der Förster nicht bis da hinten hinkommt. Das könnte schon sein. Aber nur wegen diesem Stück noch einen zweiten Förster hier hinzusetzen, vielleicht später mal, dass dann hier so der ganze, dieser ganze Hang bewaldet wird. Dann würde ich vielleicht hier noch einen Förster hinsetzen oder so. Gut. Nur, es wird schon wieder mehr Geld. Das ist gut. Sehr gut. Dann kann ich jetzt ja mal die hier abreißen. Löschen. Jawohl. Und ob ich auch schon mal die Bärenhütte versetze? Was kostet denn die? Mal gucken. Nee, das ist nicht die Bärensammelhütte. Hier. 20 und 10 Holz. Ja, hier ist schon wieder Geld reingekommen. So. Bauen. Und wenn die gebaut ist, können wir die hier abreißen. Dann haben wir hier zwar noch die Blumen, aber das schadet ja nichts. Die Beeren, meine ich. Die sehen ja hübsch aus. So. Und die Frage ist, ob ich noch mehr Brunnen machen soll. Hier haben wir noch einen Brunnen. Da hätte ich gern so eine Übersicht zur Förderung verfügbar. Sortieren nach Gottesdienst? Nee. Sortieren nach Beruf? Nee, nach Ankunft. Ein paar werde ich mal befördern. So, und Gemeinde. Da können wir hier nochmal einen befördern. So, dann bin ich schon wieder pleite. Und zu Bürgern kann ich noch niemanden befördern. Das kommt auch noch. So, eine Fischerhütte wollte ich auch noch bauen. So, da. So. So. Ja, 40 Holz, das ist schon ganz ordentlich. Die Frage ist, ob wir noch mit irgendwas handeln können. Ja, wenn ich fleißig baue, dann brauchen wir das Holz, was wir gewinnen. Ah, im Buch verwalten. Verfolgen umschalten. Ich mach mal hier bei Sammlerhütte gebaut. Das ist gut. Aber ich probiere mal hier mit den Werkzeugen auf Verfolgen. Ah ja. Das war's dann schon. Gut, das schalten wir wieder um. Und das Brot. Ah, dann sieht man, hier ist Brot. Wird jetzt hier weggetragen und da ist Brot, da ist Brot. Das ist, glaube ich, eine neue Funktion und das finde ich sehr cool. So, hier werden jetzt neue Sammler zugewiesen. Oh. Dann mache ich diese hier erstmal arbeitslos. So. Das muss erst fertiggestellt werden. Oh, die wollte ich nicht. Hier können wir sehen. Und dann hier
Gleicher Beruf. Fertigstellen. Da sind sie. Die vier will ich haben. Diese erfahrenen Bärensammler. Die sollen einfach eine neue Bärensammlerhütte kriegen. Und Währenfried muss noch seine Arbeit fertigstellen. Oh. Das Haus wird umgebaut. Ist es attraktiver geworden oder unattraktiver? Na, meistens ist es attraktiver geworden. Dann wird es größer oder so. So. Jetzt kann ich die hier abreißen. Sehr gut. Und jetzt habe ich hier schön viel Platz für eine schöne neue Kirche. Mal gucken. Hier wird dann nochmal ein Marktstand gebaut. Aber diese kleinen Wege, die können sie dann auch neu gehen. Also. Dorfkirche. Käserei. Oh, da freue ich mich schon drauf, auf diese ganzen Sachen. So. So. Schieben wir uns das ein bisschen. Kein Zugriff auf Komfort. Ah, da ist das neue Haus entstanden. Deutlich größer. Sehr gut. Und dann schauen wir mal, was hier dazugekommen ist. Hm. Steinerweiterung. Raumgröße 10. Also da können noch 10 zusätzliche Leute rein. Steinerweiterung B mit einem Ziegeldach. Auch gut für 10. Das ist Holzerweiterung und Holzerweiterung für jeweils 5. Und ein Steingrab. Man könnte einen Friedhof bauen. Und das sind hier alles Zierelemente. Und die Türme haben auch keine Zusatzkapazitäten. Also ich werde versuchen, hier Erweiterungen zu bauen, damit die Kirche, ist ja schon sehr groß. Okay, das hätte ich wissen können. So. So. Jawohl. Und dann gibt es hier diese Steinerweiterung. Und früher konnte man die so reinschieben. Aber anscheinend geht das nicht mehr, oder? Kann man das Snappen ausstellen? Huch! Ich mach mal Einrasten aus. Weil nicht nur, dass ich es eigentlich hübscher finde, wenn die Erweiterung weniger lang ist wie das extra Ding. Man spart ja auch Platz. Gucken wir mal, ob das funktioniert. So, und jetzt gönnen wir uns einen Steinturm. Das wird diesmal natürlich... Ich mache das Einrasten wieder an. Das wird diesmal länger dauern, bis die fertig gebaut ist. Weil viel mehr Steine und Werkzeuge und sowas gebraucht werden. Allein die Vorabkosten. So, die kann man nämlich hochziehen. Und vielleicht können wir hinten noch einen kleinen Turm machen, der nicht ganz so hoch ist. Für die Sakristei oder was auch immer. Und dann könnten wir hier eine kleine Holzerweiterung machen. Dann braucht man dann auch immerhin 5 Werkzeuge. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Türen. Können wir uns hier platzmäßig noch so eine leisten?
Ja, würde gerade so passen. Neben dem Marktstand. Gerade so. Und dann machen wir hier noch eine Seitentür. So. Und hier hinten auch noch eine. Ach nee, man kann es auch übertreiben. Ein Kreuz. Muss nicht unbedingt sein. Ah ja, wahrscheinlich gibt es später noch mehr Zierelemente oder so. Warum sind die hier rot? Oh, wir haben gleich wieder 500 Öcken. Das ist gut. Ja, ich glaube, die wird ganz schön. Vielleicht noch so ein Seitenflügel. Würde noch hinpassen. Und bringt auch noch mal 5 Bewohner mehr rein. Und sieht irgendwie cool aus. Hier noch einen. Oder auf der anderen Seite noch einen. Das würde wohl gerade so passen. Oder machen wir die beide hier? Nee, da ist besser. So. Was kostet das jetzt? Nur 20? Nee, nee, 20 sind die Gold. Ah, hier heißt es dann, es bringt plus 11 Klerusprunk. Okay. Das sieht man da auch. Die Steinerweiterung bringt ein Klerusprunk. Und man. Und das Steingrab kostet 2 Gold, 2 Münzen. Aber ich muss hier wohl tatsächlich nur 20 zahlen. Aber jede Menge Material. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal. Das wird ein Jahrhundertwerk. Und beim Handeln stellen wir mal ein, dass wir mehr Werkzeug kaufen. Gehen wir mal hoch auf 20. So. Und wir haben schon wieder ordentlich Geld verdient. Jetzt gucken wir mal. Ah, wir könnten bei den Finanzen vielleicht gucken. So. Nee, da müssen wir wohl ins Buch gehen. Budget. Ja. Also, der Marktplatz hat nicht so viel mehr gebracht als vorher, nur deutlich mehr Brot, aber Fisch und Beeren sind auch so schon gut verkauft worden. Der Handel ist natürlich angestiegen mit Beeren und Brettern. Das ist gut. Und jetzt gucke ich mal nach der neuen Fischerhütte. Die ist noch im Bau. Ja, und wenn die Kirche fertig ist, dann bauen wir mal dieses Herrenhaus noch ein bisschen aus. Aber das große, tolle Herrenhaus, das kommt dann dereinst da oben hin. Dann machen wir ein schickes Viertel. Und hier ist mehr so das Viertel für Normalmenschen. So, denen fehlt auch teilweise Komfort. Jetzt gucken wir mal mit den Wohnflächen. Da könnte man hier noch was dazu machen. Oh, das ist wenig attraktiv. Ja, das ist wohl schon die Sägemühle, die das wenig attraktiv macht. Das habe ich befürchtet.
Dann sind sie natürlich nicht so zufrieden. Vielleicht stellen wir ihnen hier noch einen Brunnen hin, damit sie wenigstens diesbezüglich etwas zufriedener werden. Und dann müssen wir mal nach den keine Ressourcen vorhanden gucken. So. Hm, schon weg. Schlechtes Wetter. Hoffen wir, dass es schnell vorüber sein wird. Gibt Erträge von Beerenweizen und Fragezeichen wurden reduziert um 50%. Erträge von Fisch wurden erhöht um 20%. Okay. Oh, jetzt haben wir das schlechte Wetter. Ja, ganz ordentlich. Und wir haben noch keine zweite Fischerhütte. Aber die ist schon fast fertig. Hm, da sind auch noch mehr schicke Häuser entstanden. Ja, die haben hier Brunnen und Markt. Wir könnten denen hier eigentlich noch einen Marktstand hinstellen, um auch Brot zu verkaufen. So. Oder kann man den da erweitern, ohne dass der Betrieb nachlässt? Lieber nicht. Der muss jetzt... Das probiere ich mal an einem anderen Marktstand. Ob man den Markt erweitern kann, ohne ihn lahmzulegen. So, haben wir denn inzwischen Stoff? Ich riskiere das einfach mal. Tja. Gucken wir mal. Ich glaube, beim Handel kann man sehen, was wir haben. Stoff. Null. Vielleicht haben wir noch keine Handelsroute mit einem Stoffhändler. Nein. Oje, oje. Dann wird das mit dem Marktstand nie was. Und hier der nächste, der verkauft auch keinen Stoff. Die aber auch nicht. Brauchen wir Schafe. Dann werde ich hier das nochmal editieren. Stückliste, Gebäude editieren. Stückliste. Grünes Zelt. Kann man das hier? Das kann man wegmachen. Sehr gut. So. Ein Mönch nähert sich unserem Dorf. Na, mal gucken, was der so will. Und wir brauchen mehr Beeren. Brot haben wir gut vorrätig, aber Beeren müssen wir neue erschließen. Eine zusätzliche Beerenhütte, Beerensammelhütte hinstellen. Ach, bis der Mönch da ist, das dauert. Dann baue ich vielleicht hier eine Beerensammelhütte hin. Eine zweite. So viel ich weiß, ging das. Da. So. Und hier kann man gegebenenfalls auch noch eine zweite hinbauen. Sollte ich vielleicht gleich mal veranlassen.
Denn ohne Beeren läuft ja gar nichts. Und dann verschwinden hier ein paar Bäume. Traurig, traurig. So, jetzt gucken wir mal hier. Da haben wir Steine, das ist schon mal gut. Huch. Und wir kommen hier auch schon an diese Dinger da ran. Das müssen wir vielleicht irgendwie untersuchen, oder so. Ja, ob ich hier vielleicht ein paar Schafe ansiedle? Ich behalte hier mal... Oh, die sind schon am Bauen. Sehr schön. Ich behalte mal das Herrenhaus im Blick. Und checke hier mal die Fischerhütte. Das priorisiere ich mal. Weil das ist so gut wie fertig. Und dann könnten wir hier mal gemütlich durchgucken, ob das sinnvoll ist mit den Schafen. Der Vorteil ist, wenn wir Schafe haben, kriegen wir, glaube ich, Stoff. Also wenn wir auch noch eine Spinnerei und Weberei und was weiß ich. Aber das wäre der Schlüssel zum Stoff. Das ist mir wohl fast noch dringlicher als die Schmiede, denn Werkzeuge können wir ja kaufen. Da, die Kette haben wir. Der Milchhof, das ist natürlich... Ah, da ist der Mönch. So. Was wollen sie denn? 50 Holz zu Königreich. 50 Holz, ja, das können wir machen. Ich glaube, bei meinem Volk muss ich warten, bis wir Bürgerliche haben. Dann helfe ich mal dem Klerus. So, und hier gucken wir mal. Schon passiert. Super gut. Ja. Also, wir waren beim Milchhof. Produziert Milch. Und das produziert Käse. Die Schäferei produziert Wolle und die Weberei stellt Stoff her. Also machen wir jetzt hier. Fangen wir mit den Schafen an. Und dann bauen wir eine Weberei. So. So. Ich denke mal, die Weberei machen wir erst, wenn hier angefangen wird zu arbeiten. Oh, das zieht sich ja hier, das Unwetter. Ah, hier können wir einen einstellen. So viele Arbeitslose haben wir jetzt. Okay. Dann bauen wir jetzt noch eine Fischerhütte. Dann können wir vielleicht auch mit Fischen handeln. Ist das falsch rum? Ja, das ist falsch rum gewesen. So. So. Machen wir. Und dann gucken wir mal beim Handel. Ob die Fische kaufen wollen? Nee, der will uns Fische verkaufen. Wer kauft eigentlich das Brot? In Mittel, die wollen Brot kaufen. Die möchten Fische kaufen in Davenport. Ich schalte mal diese Handelskette frei. Können wir auch Kräuter und Trauben kaufen. Steinblöcke.
Und wir können den Klamotten verkaufen und eben unsere Fische. So. Ich frage mich, wem haben wir denn bisher das Brot verkauft? Niemanden. Aber die Beeren laufen gut. Dann lasse ich das hier mal mit dem Handel. Und den Fisch, da warten wir, bis wir mehr haben. Das könnte ich auch priorisieren. Und was macht... Ich glaube, die zusätzliche Bärenhütte muss ich vor allem priorisieren. So. Und bei den vorhandenen muss ich gucken, ob genügend Leute da arbeiten. 3, ja. Denn das wird jetzt langsam knapp. Wir haben ja auch immer mehr Leute. So, hier kommt jetzt schon mal ein Sammler dazu. Tja, und die Bauhütte, die lassen wir momentan noch mal dort, aber ich könnte schon eine zweite bauen. Jetzt mal gucken, wo die sinnvoll ist. Denn hier will ich zwar bauen, aber mehr so vereinzelte Sachen halt. Schafe brauchen viel Platz, eine Weberei, dann vielleicht noch ein Bauernhof dazu. Da macht hier in dem Bereich eine Bauhütte nicht viel Sinn. Höchstens hier so im Übergangsbereich. Da vielleicht. Macht das Sinn? Ja, das würde Sinn machen. Weil hier ist sonst irgendwie eh nichts los. So. Die hat auch so Knubbel. So. Und wenn die fertig ist, dann transferieren wir die hier erstmal. Vielleicht lassen wir 2, weil hier wird ja noch eifrig gebaut. Da sind 3 zugewiesen, das ist gut. Ja, der Turm ist schon fertig, das ist doch toll. Jo, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.